Damit ein herzliches Willkommen zu Saisonfinale Nummer 5 hier in Portimão zum großen Preis von Portugal. Es ist bereits die fünfte Season und ja, alle Titel sind eigentlich schon entschieden, also bräuchten wir das Rennen heute nicht. Dennoch wird es wieder heute zu einigen spektakulären Überholmanövern kommen, aber vor allem auch wird es zu einigen Fights kommen, bei dem du dir die Hand am Kopf halten musst. Und das nicht nur wegen meines Fahrstils, sondern auch wegen der anderen. Hier also Portimão 4,6 Kilometer, 15 Kurven und lediglich 2 DS-Zonen, wobei die zweite nicht viel bringt. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel, lasst gern Däumchen unten, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und würde ich mich auch gern freuen, schaut auf Social Media vorbei, Instagram, @tunes_gaming, aber vor allem auch gerne auf TikTok, auf @tunes_tobi. Let's go! Jump, fliegende Runde hier in unsere Qualifying-Runde. Wir sind bereits in der Runde Nummer 3. Die ersten beiden Runden haben mich nicht weit nach vorne gebracht. Die Pace stimmt nicht so gut. Also wir fahren Traktionskontrolle mittel, selbst schalten, selbst bremsen und KI 95. Boah, da komme ich weit neben die Strecke. Gott sei Dank gab es keine Verwarnung. Jetzt hier im ersten Sektor konnte ich eine knappe Zehntel finden. Das ist sehr, sehr gut. Hier beim Runterbremsen war ich ein bisschen zu früh dran, habe dann verzögert und war dann beinahe zu spät dran, was uns hier ein paar Tausendstel gekostet hat. So, unten hier durch, da kannst du gut mitgehen, hier rauf, nur nicht zu früh aufs Gas, dann spinnst dich davon. Ich konnte hier schon über 2 Zehntel finden und das ist auch verdammt wichtig, denn ich fahre all in all gegen meine Teamkollegen. Der wäre aktuell auf der Pole Position. Jetzt hier durch, boah, der Exit war ein Traum, Leute. 4 Zehntel und Purple im Mittelsektor, der liegt mir eigentlich. Im letzten verliere ich dann unerwartet viel Zeit, auch hier der Exit nicht ganz so sauber, kommt ein bisschen in die Strecke, das kostet extrem viel Zeit. Hier beim Rausfahren aus dieser langen Kurve, leichter Quersteher, rutscht hier neben die Strecke und wir gehen auf nur 4 Zehntel, also der letzte Sektor war eher nur so, der war nicht gut, 4 Zehntel, wo wird die Uhr stehen bleiben? Vorerst mal auf dem zweiten Platz. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Yuki Tsunoda steht auf der Pole Position und Ayrton Senna macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Oscar Piastri, Ocon, Theo Pourchaire, der Wissenschaftler, Russell, Leclerc, Verstappen, Gasly, Norris, Sainz, Stroll, Bottas, Drugovic, Doohan, Liam Lawson, Magnussen, Sargent, Albon, Joe und Nick de Vries. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Hier sind wir nun, es hat nur für den 6. Platz gereicht. Das im Saisonfinale. Ist das etwa schon Bote fürs nächste Season? Let's go, lights out und let's go. Der Start war in Ordnung. Senna und Piastri bleiben stehen. Die erste Startreihe ist komplett nicht on point gewesen. Hier gehen wir innen, quetsche ich mich hier durch, möchte ihnen noch genug Platz lassen. Jetzt können wir hier vor Piastri bleiben, aber erst einmal Ocon, Theo Pourchaire und vor allem Yuki Tsunoda haben sich hier gut durchgesetzt. Was war nur bei Senna los? Das müssen wir unbedingt nachher in der Replay noch einmal klären. Der Start sah gar nicht gut aus, ihm auch von Piastri, aber gerade bei Senna, der ist, das war wie keine Reaktion, also da muss irgendein Problem gewesen sein. Jetzt hier nahe ist aber noch Ocon dran, doch ich kann nicht irgendwie hier reingehen, das ist einfach zu eng. Alle noch so ein bisschen im Renndrehen, ich gehe hier direkt neben die Strecke. Es ist ganz, ganz knapp, Leute, und ich glaube, ich merke auch, dass wir heute nicht die einfachsten Karten haben werden, denn gegen die Konkurrenz musst du mal durchkommen. Ich habe so eine leichte Hoffnung, dass Theo Pourchaire eventuell den Ocon einbremst und ich muss mich jetzt hier mal auch einbremsen. Wie oft ich neben die Strecke komme, ist nicht mehr normal. Ich hoffe natürlich, dass sich das bald bessern wird. Und auch hier, ich bin natürlich sehr motiviert, aber teilweise übermotiviert und dann verbremst du dich, verbremst viel zu spät, was dazu führt, dass die Konkurrenz dann ein bisschen davon ziehen kann und das will ich natürlich nicht. Meine Stärken auf dieser Strecke bzw. vom Audi liegen auf jeden Fall auf der Geraden. Guckt euch mal an, wie schön wir hier aufholen können. 320, 330, 340 und sogar 300. Oh mein Gott, Mann. Sogar 340 und da quetscht sich ihnen wieder Esteban Ocon durch, eben weil wir gegen Theo Pourchaire hier nichts ausrichten konnten. Das war natürlich eher nicht gut. Ohne DRS-Hilfe konnten wir da kaum irgendwas gut machen. Ja, es geht in die zweite Runde rein. Aber wir gucken noch einmal jetzt auf die Replay des Starts, denn das ist das für mich viel, viel interessantere. Hier sind wir nun beim Start links vorne. Seiten sein, er ist nicht von der Pole gestartet, sondern nur vom zweiten Platz. Aber beide hatten hier einen Yuki. Nein, das ist, keine Ahnung, das war Yuki, glaube ich. Der hat einen perfekten Start, aber Senna ist gestanden.
Das war einfach nicht gut. Oh mein Gott, Alter. Ich ziehe darüber und das Heck kommt zu derbe. Und dann auch hier in der zweiten Runde. Ja, ich wollte hier, ich war zwar schon vorbei auf der Geraden, doch in Turn 1 hat mir Esteban Ocon da die Quittung gezeigt und ist da direkt wieder vorbeigegangen. Ja, das kann auf jeden Fall heiteres Rennen werden gegen die drei. Ich glaube, ich nehme jetzt mal Yuki außen vor, denn ich bin mir da fast sicher, dass der da in der eigenen Liga aktuell fährt. Der ist da auch schon ein paar Sekunden weg vom zweiten Platz. Zweiter Versuch, Ende Runde Nummer 2, immer noch ohne DRS-Hilfe. Ich habe genug DRS aufgespart. Im Windschatten sauge ich mir hier langsam an Esteban Ocon dran. Guckt euch das mal an, dieser Bug. Ihr habt diesen Rückkehr gesehen. Und diesmal hat auch Esteban Ocon keine großen Chancen. Denn es war auch auf der Innenseite Theo Pourchaire und da konnte er ja einfach nichts machen. Aber dieser Ruckler, genau an der Mitte der Start- und Zielgeraden, hast du einen kleinen Ruckler und da hüpfst du immer ganz, ganz leicht in die Höhe. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Bug auch auf der Strecke habt, aber es fühlt sich unreal an. Also ich bin mir fast sicher, dass das nicht Teil der Strecke sein sollte. Wir sind jetzt hier in Runde Nummer 3 und ja, ich habe gerade Mühe, den Pourchaire mit den gelben Reifen zu einzuholen oder mitzugehen. Jetzt darf ich auch das erste Mal den Flügel öffnen und da geht die Zeit noch auf 355. Oh mein Gott, Leute. Da habe ich sehr spät geschaltet und da kommt es zur Berührung in Turn 1. Das war, ja, gar nicht gut. Also das späte Rüberziehen war mein Fehler. Aber hat mir Theo Pourchaire hier einen Wheelbang gedrückt? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Also ja, das muss ich mir dann unbedingt noch einmal in der Replay angucken. Aber das hat gar nicht gut ausgesehen, also von beiden Seiten nicht. Mein viel zu spätes Rüberlenken, weil ich absolut nicht damit gerechnet habe, dass mein Auto so extrem schnell auf der Geraden wird. Aber wir haben jetzt in Runde Nummer 4 den nächsten Versuch, um hier an Pourchaire vorbeizugehen. Währenddessen sich Yuki Tsunoda schon mit über 4 Sekunden auf dem ersten Platz abgesetzt hat. Und das nach nur 4 gefahrenen Runden. Das ist wirklich eine Mega-Leistung. Jetzt guck mal auf das Auto, auf mein Auto hier. Ja, diesmal war nicht der Bug da. Guckt euch mal an, wie wir angeschossen kommen. 360 am Innenseite. Und ich bremse mich hier noch gerade zu und komme da tatsächlich vorbei. Es ist der zweite Platz in der 5. Runde. Ja, das ist natürlich toll. Aber meine große Frage ist, schaffen wir es tatsächlich noch irgendwie an Yuki da was ranzurichten? Und jetzt noch einmal hier diese Replay. Da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Wir saugen uns hier dran. Und da habt ihr diesen kleinen Hüpfer. Seht ihr? Zack, hier. Ja, habt ihr es gesehen? Hier ist so ein kleiner Hüpfer drin. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich gehe hier an, ja, dem Red Bull vorbei. Genau, das war der erste Streich. Und dann hier auf der Startzielgeraden sauge ich mich hier dran. Und ja, dann müssen wir uns das mal angucken. Ich probiere eigentlich rechts zu bleiben. Aber er hat ganz leicht gemoved. Habt ihr es gesehen? Er hat ganz leicht gemoved. Und dann gibt es hier den Wheelbang von Theo Pourchaire. Also ja, ich bin ein bisschen überfragt. Also natürlich kann man argumentieren, dass ich ein bisschen wenig Platz in Turn 1 gelassen habe. Aber ich war ja theoretisch vorbei. Also ja, sagt ihr mal gern, was da los war. Aber das war für mich, hat nicht ganz komisch ausgesehen. Jetzt mal hier zurück zur Strecke. Und ja, Yuki, der macht es uns auf jeden Fall nicht einfach. Also der wird es ganz, ganz schwierig machen, auch mit dem Manöver hier am Ende von Runde Nummer 4. Da habe ich mich dran gesaugt und mit dem Überschuss in Turn 1, ich kann da fast nicht umgehen mit dem Gas. Also das ist wirklich ein Wahnsinn, wie schnell dieses Auto ist. Also da musst du wirklich unfassbar gucken. Wir sind mittlerweile in Runde Nummer 7. Kann die Pace zwar mitgehen von Yuki teilweise, aber schaffe es bei Gott nicht, da den großen Sprung zu machen und ihn aufzuholen. Das ist wirklich ein Wahnsinn, was für eine Pace der Japaner da vorne hinlegt. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir in der nächsten Season auf jeden Fall gegen einen, ja, Yuki Tsunoda kämpfen, der bärenstark sein wird. Und da komme ich neben die Strecke. Keine Verwarnung. Ja, eben auch, weil ich vom Gas runtergegangen bin. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass UK in der nächsten Season unfassbar stark sein wird. Also da traue ich mich fast wetten, dass der uns da ganz, ganz schwer machen wird. 5 Sekunden sind es mittlerweile schon. Das ist nicht gut. Meine Stärken liegen auf jeden Fall im Mittelsektor. Da hole ich extrem viel Zeit auf. Also locker so 3-4 Zehntel. Die verliere ich allerdings wieder in Sektor 1 und 2. Und dann ja, bleibt das irgendwie immer gleich. Wir sind hier in Runde Nummer 11. Ich bin auf unter 4 Sekunden gerade dran gewesen. Doch jetzt gehe ich rein, probiere den Undercut, bin auch etwas früher drin. No way, Theo Pourchaire kommt mit uns rein, obwohl der mit dem gelben Reifen gestartet ist. Das finde ich auf jeden Fall eine interessante Sache. Senna fährt Gott sei Dank weiter, dass wir uns da nicht in die Quere kommen in der Box. Aber dass Theo Pourchaire nach nur 12 gefahrenen Runden mit dem gelben Satz reinkommt,
stimmt mich ein bisschen fraglich. Jetzt mal hier, toller Stop, 2,2 Sekunden. Auch der letzte Stop der Season, wieder top vom Audi-Team. Jetzt geht's los. Das war der letzte Stop von Season Nummer 5. Unglaublich. 101 Karrierevideos. 101 Grand Prix in Formel 1 23. Und das alleine in My Team. Boah, da komme ich ein bisschen in die Strecke. Das ist wirklich schon, denkwürdig, oder? Also ich habe noch eine komplette Season mit einer XXL, also einer normalen 22-Runden-Season. Bin ich noch auf jeden Fall sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Schaffen wir es, das dritte Mal Weltmeister zu werden? Und vor allem schaffen wir es auch diesmal Erster und Zweiter in der Fahrerweltmeisterschaft und natürlich auch den Konstrukteurstitel zu holen. Das wäre so ein bisschen mein Red Bull-Ziel. Ja, 27, 26,9 Sekunden ist Yuki Tsunoda noch vor uns. Das ist schon noch eine Menge Holz. Also ich gehe hier natürlich mal auf schnellste Rennrunde. Ob das Yuki natürlich noch toppen wird, ist eine andere Frage. Verstappen wird kein Problem sein. Doch wird sich das mit Yuki ausgehen? Schaffen wir den Undercut von über 4 Sekunden Rückstand? Das wäre natürlich schon ein Wahnsinn, wenn das gehen würde. Schnellste Rennrunde hat geklappt. Ende Runde 14 und jetzt kommt auch Yuki Tsunoda zum Abschluss. Der ist direkt in Turn 1 hier und hat sich den weißen Reifen geholt. Das ist natürlich eine interessante Strategie, auf die der Japaner da gegangen ist. Wir könnten jetzt da tatsächlich jetzt den ersten Angriff wagen. Oh, ich komme da ein bisschen ins Gras und DRS. Ja, da komme ich mit einem unfassbaren Rutscher raus. Ja, aber auch Yukis Reifen, die werden noch nicht on point sein. Also absolut sind die noch nicht on point. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dieser Runde oder Anfang nächster Runde müssen wir den entscheidenden Move setzen, um ihn zu überholen. Sonst ist das, glaube ich, gegessen. Dann sind seine Reifen auch schon ein bisschen in dem Fenster drin und wir können dann ein bisschen durch die Finger schauen. Aber ich kann ihn da echt gut folgen. Obwohl seine Reifen ein Ticken frischer sind, sind sie natürlich auch ein Ticken härter, was das Ganze für ihn schwieriger macht, doch für uns ein bisschen spannender. Ich finde es cool, das letzte Rennen noch einmal so spannend zu sehen. Es geht hier um die Führung, aber es ist natürlich noch ein unbekannter Ausgang. Denn ob unsere Reifen bis zum Schluss halten werden, ob Yukis Strategie aufgehen wird oder ob vielleicht Theo Pourchaire uns beide überholen wird und sich mit seinem roten Reifen den Sieg hier schnappen wird, das ist eine ganz, ganz große Frage. Jetzt hier im Windschatten sauge ich mich allerdings mal an Yuki dran, gehe links vorbei. Wir hatten wieder einen kleinen Hugel drin. Und ich gehe hier als Führender in Turn 1 rein. Wir führen den Grand Prix von Portugal an. Und das, meine Damen und Herren, das erste Mal an diesem Tag. Nach 15 Runden führt das erste Mal hier den Grand Prix an. Das ist wirklich sagenhaft. Wir sind jetzt hier in Runde Nummer 15. Oh mein Gott, und da kommt der Rutscher neben die Strecke. Und ja, Yuki nimmt da tatsächlich das Geschenk an. Zieht da wieder an uns vorbei. Einen Oversteer beim Gas geben, reinbremsen. Hatte ich einen fetten Übersteuerer, musste einmal querlenken und da fährst du gerade weiter, ähnlich wie bei Vettel damals, obwohl es natürlich da eine nasse Strecke war. Hier im Windschatten, guck dir das mal an, ich habe eine Rakete, ich gehe in den Windschatten rein, drücke das ERS und DRS auf und bin bei 360 und das ist wirklich so krass, die Beschleunigung von diesen Autos, gerade in Season Nummer 5, das ist schon wirklich unmenschlich. Doch jetzt darf ich mir kaum mehr Fehler erlauben, Pourchaire jetzt hinter uns. Und auch Yuki, alle innerhalb von ein paar Tausendstel, von ein paar Zehntel. Und auch Yuki, der ist so ein bisschen mein fahrender Windschatten. Der fährt mir das komplette Rennen, also beziehungsweise das komplette bis jetztige, seitdem wir ihn überholt haben, fährt er mir hinterher. Immer im Sekundenfenster, nur Startziel reicht es halt eben nicht, um an uns dran zu gehen. Das ist wirklich ein Wahnsinn hier. Es könnte noch einmal wirklich in den letzten Runden zum Krimi werden. Und der könnte uns da tatsächlich mit dem vermutlich jetzt besseren Reifen angreifen, überholen, whatever. Ich bin mir aber nahezu sicher, dass Pourchaire und bei Yuki bald was kommen wird. Pourchaires Reifen, weiß nicht, ob das eine gute Strategie war. Ich meine, der war in der gleichen Runde drin wie wir waren 11., 12. drin. Und ja, Yukis Reifen sind ja doch dann noch deutlich frischer. Und dann könnte das da tatsächlich interessant werden, was auch zwischen den beiden abgeht. Es sind jetzt nur noch 5 Zehntel. Er saugt sich langsam dran, 4 Zehntel. Aber ja, das wird natürlich wieder nicht reichen. Jetzt sind es aber auch nur 4 Zehntel von Yuki an uns. Ich bin ein bisschen in der ersten Kurve ein bisschen über den Körper gerattert. Musste dann vom Gas gehen, dass da nicht viel passiert. Und jetzt heißt es noch einmal, Zähne zusammenbeißen. Es sind nur 4 Zehntel, die uns jetzt von Yuki trennen. Auch der Exit aus der Kurve war nicht top, was ihn da unter 3 Zehntel an uns dran bringt. Ich habe über 3
über 30% ERS und das könnte hier noch knapp werden. Nein, das reicht. Halbe Sekunde auch hinter Bouchard hinten nach. Reicht auch nicht, um von ihm dann einen Angriff an Yuki zu wagen. Jetzt noch einmal hier durch die ersten paar Kurven durch. Es sind immer noch 3 Runden zu gehen. Wird das reichen? Es ist eine ganz, ganz große Frage. Ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Während sich hier, ja, der bremst hier unten mal rein. Was macht Yuki denn hier? Ich bin, ja, entsetzt und jetzt ist gelb. Yuki scheidet aus. No way, Leute. No way. An den letzten Runden holt sich Yuki hier tatsächlich einen Schaden. Was ist da nur los? Gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Und hier zieht Yuki vielleicht schon mal einen Vorbote. Er hat da ganz spät reingebremst. Ja, das war doch, glaube ich, gerade so okay. Auch von mir, ich bin da vielleicht zu blauäugig reingegangen. Es war der Motorschaden von Yuki Tsunoda, den ihn hier, ja, für ihn ist das Rennen leider vorbei. Das ist natürlich sehr, sehr schade, dass der Japaner da jetzt nicht mehr mitfahren kann. War echt ein toller Fight gegen ihn. Das ganze Rennen hat er damit kaum Chancen gelassen zu durchatmen, hat wirklich kaum Fehler gemacht, jede Runde gepusht, nur auf der eben langen Start- und Zielgeraden hat ihn dann halt wirklich das Fünkchen Topspeed gefehlt, um uns hier tatsächlich ein bisschen das Rennen schwieriger zu machen. Aber was soll ich sagen, einfach nur eine Mega-Leistung und ich glaube echt, dass in Season Nummer 6 uns Yuki Tsunoda, ja, den ein oder anderen Rennsieg wegschnappen wird von der Nase, vor der Nase wegschnappen wird und vor allem auch, dass er uns da das ein oder andere Mal ordentlich ärgern wird. Jetzt ist aber in Punkt der Ärgern die komplette Aston Martin-Offensive dahinter. Und mit Thierry Boucher und Oscar Piastri, die sich mittlerweile beide in mein DRS-Fenster gefahren haben. Wir sind zwar in der letzten Runde, doch das kann noch einmal sehr, sehr interessant werden. Ich darf mir keinen Fehler mehr erlauben. Die Reifen sind komplett durch. Es sollten eigentlich auch Bouchers Reifen durch sein. Doch das scheint nicht so. Vielleicht Reifen gespart, indem er hinter Yuki hergefahren ist. Ich weiß es nicht. Aber dieser Exit muss sitzen. Aus der vorletzten Kurve raus, der sitzt, Leute. Wir haben 300 unter 300. Hier ist die Start und Ziel. Yes, Leute, wir gewinnen den letzten Grand Prix hier in Portugal. Es war sehr, sehr knapp. Die Konkurrenz hat es mir nicht einfach gemacht, aber wir konnten uns hier mit dem vermutlich stärksten Auto der Season durchsetzen. Es war eine tolle Season 5. Und jetzt kommt die letzte Siegerehrung der Season Nummer 5. Das war's. Mit diesem Sieg endet eine weitere fantastische Formel 1 Saison. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, das ist sicher. Hier haben wir nun das finale Klassement und ja, Senna ist nur Sechster geworden und auch in der Konstrukteurs-WM hat es um wirklich knappe Punkte nicht gereicht. In der Konstrukteurs-WM, in der Fahrerweltmeisterschaft, ist er nur Vierter geworden, wobei man echt sagen muss, dass das ein enger Fight war. Senna echt eine Top-Season gefahren, ob er bleiben wird, bin ich mir nicht sicher. Wie ihr vielleicht am Titel schon erkannt habt, ich bin mir nicht sicher, ob wir den Ayrton Senna behalten sollen, denn gerade in der zweiten Saisonhälfte hat er nicht unbedingt seine komplette, sein komplettes Können gezeigt. Ich weiß nicht genau. Vielleicht schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr ihn haben wollt. Oder doch einen anderen, wie gesagt, Max Verstappen würde zur Auswahl stehen, aber auch ein Michael Schumacher. Wäre ich nicht davon abgeneigt, aber für heute war es das mal. Vielen, vielen Dank für euren Support. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Lasst gerne Daumen hoch da. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Aber vor allem auch gerne auf it's_trubi. Macht dort
die 13K voll. Danke für euren Support. Da kommt auch viel vom Lance News Online. Jeden Tag 4 Videos. Also bis dahin. Danke fürs Zugucken. Vielen, vielen Dank für euren Support und ciao. Wir sehen uns dann nächste Woche in Season Nummer 6.